Lasst uns heute über Q10 sprechen. Viel Spaß! Bei Q10 handelt es sich um ein Coenzym, das auch Ubiquinol genannt wird. Ubi bedeutet in diesem Fall, dass Q10 als selbstproduzierter Stoff im ganzen Körper zu finden ist. Es handelt sich um einen fettlöslichen Stoff, der mit Vitamin K und E verwandt ist. Das Problematische am Coenzym Q10 ist, dass die Eigenproduktion im Körper im Alter abnimmt. Schon mit 20 wird die Eigenproduktion reguliert und mit 40 sind wir nur noch bei 70%. Durch die Einnahme, aber auch durch das Auftragen, kann der Körper eine positive Wirkung erfahren, aber das Produkt muss die entsprechende Konzentration haben. Ohne den orangefarbenen Alleskönner würde die Nahrung nicht in Energie umgewandelt werden, wir wären nicht so leistungsfähig und würden schneller altern. Q10 wirkt in unseren Zellen als starkes Antioxidant und kann freie Radikale abfangen. Freie Radikale sind aggressive Sauerstoffmoleküle, die unsere Zellen angreifen können. Q10 wirkt nicht nur positiv auf den gesamten Organismus, sondern es kann auch wichtige Organe wie das Herz schützen. Durch die Abnahme des körpereigenen Q10s im Alter kann man unsere Haut ablesen, wie alt wir sind. In der Haut stimuliert das Coenzym die Zellerneuerung und stärkt unser Bindegewebe. Q10 sorgt somit für eine elastischere Haut und kann Faltenbildung reduzieren. Da Q10 knallorange ist, sollte das Produkt, das du dir kaufen möchtest, eine gelbliche Farbe aufweisen. Um sicher zu gehen, kontrolliere die Inhaltsstoffe. Ubiquinone müssen ganz oben aufgelistet sein. In Kombination mit Vitamin C und Retinol bildet Q10 eine wunderbare Anti-Aging-Pflege. Mit Q10 habe ich jetzt noch nicht so viele Erfahrungen. Ich hatte ein Produkt mal von DM, von Alverde. Und das ist von der Kombination her, also von den Inhaltsstoffen her, nicht ganz so toll. Ich habe gerade eben kontrolliert, wo das Q10 denn in den Inhaltsstoffen auftaucht, tatsächlich weiter oben. Aber es ist verflucht viel Alkohol enthalten. Zusätzlich sind eben Duftstoffe enthalten, die auf unserem Gesicht nichts zu tun haben. Wir verwenden also ein Anti-Aging-Produkt und verwenden dann noch Duftstoffe, die negativ auf die Haut einwirken können. Ich habe zum Thema Duftstoffe mal ein Video gemacht. Guck mal unter dem i. Da findest du übrigens auch einen ganzen Ordner zum Thema Inhaltsstoffe. Kosmetik muss nicht teuer sein, sie muss halt von den Inhaltsstoffen her stimmen. Also nicht falsch verstehen, nicht alles, was teuer ist, ist gleichzeitig gut, das stimmt auch nicht. Man muss sich tatsächlich mit den Inhaltsstoffen auseinandersetzen. Und für Q10 zählt wirklich, ist die Creme nicht gelblich, könnte es sein, dass viel zu wenig Q10 enthalten ist. Und dann zählt halt einfach auch nochmals, kontrolliere die Inhaltsstoffe, ist wirklich genug Q10 enthalten oder kommt die gelbliche Farbe vielleicht von irgendwas anderem. Die Hersteller tricksen da dann doch schon ganz schön. So kannst du dich kontrollieren, wirklich die Inhaltsstoffe checken. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann geht das. Ich kenne jetzt ein paar Inhaltsstoffe, ich kenne lange nicht alle. Ich kenne mich nicht hundertprozentig aus. Aber wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, funktioniert das mit der Zeit ganz gut. Kennst du Q10? Bitte unten mal in die Kommentare, welche Erfahrungen du gemacht hast. Hast du es vielleicht eingenommen sogar? Hast du spezielle Cremes verwendet? Würde mich echt mal interessieren. Weil ich möchte schon auch noch was probieren, vielleicht sogar ein Produkt von Bayer und Söhne. Ich habe übrigens die Quellen euch wieder unten im ersten Kommentar verlinkt. Ein Artikel ist wieder von Bayer und Söhne. Ich finde die Informationen, die sie da eben bereitstellen, einfach richtig toll. Ich melde mich ab, sage danke fürs Einschalten. Gebt mir doch einen Daumen nach oben für dieses Video, falls es dir gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!